Ja, am Anfang steht immer eine Vision, eine Idee mal. Und wo das Gebäude sich so entwickelt hat, kam ich dann so auf das Thema Kunst am Bau. Müsste man möglicherweise, wenn man hier doch einen größeren Geldbetrag in die Hand nimmt, möglicherweise in diese Richtung auch was machen. Und dann ist es, wie es der Zufall manchmal will, dann fällt einem ein Newsletter in die Hand und da stand dann etwas von der Volksbank Nürtingen. Die Volksbank Nürtingen, ein Kunstprojekt mit der Frau Müller gestaltet hat. Und so habe ich dann den Hörer in die Hand genommen und habe bei der Frau Müller angerufen und so ist das Ganze entstanden. Ja. Ich glaube, das ist das Wichtige. Wenn wir komplett auf Kunst verzichtet hätten, dann hätten wir wahrscheinlich uns Deko ausgesucht und irgendwas, das wäre alles vergänglich gewesen. Und so wollten wir den Mitarbeitern ein komplettes Gebäude überreichen, in dem es auch Spaß macht zu arbeiten. Ohne fachliche Unterstützung, kompetente Unterstützung wäre das nicht gelungen. Also wir haben in der Vergangenheit immer mal Kunstwerke in Anführungsstrichen gekauft, aber es war dann mehr so die Bauchentscheidung oder der persönliche Bezug oder ja, vielleicht auch ein privater Bezug dann teilweise zu dem Künstler oder zu der Künstlerin. Aber dass man das Ganze mit System macht und vor allen Dingen auch eine Nachhaltigkeit reinbringt, das hat erst Frau Müller schaffen können. Und das wäre mir nicht gelungen, das hätte ich nicht können. Wenn man dem Spezialisten oder dem Fachmann reinredet als Laie, ich glaube, dann kommt nichts Gutes bei raus. Also insofern haben wir Budget abgestimmt, aber ansonsten durfte Frau Müller sehr frei arbeiten. Die Mitarbeiter sollen sich hier einfach wohlfühlen. Ja, das war so die Erkenntnis dann, um zu sagen, diesen Zweckbau zu verbinden mit einem Bau, der quasi einfach eine Ausstrahlung hat, Atmosphäre hat, wo der Mitarbeiter sich auch wohlfühlt. Und da gehört Kunst halt auch dazu. Es wäre schade, wenn der große Platz jetzt nicht so mit, wenn ich an den Wolf sehe oder so. Ja, der Wolf ist natürlich von draußen zu sehen, aber natürlich sehr stark jetzt von da drin, wo man sitzt. Ja. Ich glaube, dass da auch bei Mitarbeitern ein bisschen was gewachsen ist. Also am Anfang war natürlich das Thema Kunst, wird von vielen etwas belächelt. Ja. Brauchen wir nicht, ja, und verstehe es sowieso nicht, ist zu abstrakt oder weiß ich, was es da alles gibt. Aber so die Erkenntnis, dass die Bank auch Geld in die Hand nimmt, ja, um zu sagen, hör mal, wir machen nicht nur jetzt im Exklusivcenter, wo sagen wir, die A-Kunden kommen, ja, dass man dort irgendwas machen, sondern für euch hier vor Ort. Ich glaube, das ist schon auch wertschätzend angekommen. Ja? Also dass ich das gespürt habe, da wird was für uns getan. Und ich weiß, es sind wieder eine oder andere denkt, aber ich vermute, dass es ähnlich geht wie mir, wenn ich so an dieser Skulptur vorbeigehe oder da sitze und mal darüber schaue, immer wieder mal auch dann die sehe und sage, schön, einfach schön. Ja. Nach den ersten Gesprächen hat man gespürt, ja, da ist jemand, der nicht nur jetzt Kunst hier stellen möchte, sondern Kunst, die zu uns passt. Dass ich auch im Kunstbereich da jemand brauche, der sag mal, das entwirft und dann vor allen Dingen auch jemand, der dann auch die verschiedenen Künstler zusammenbringt und das koordiniert, so dass ich sagen muss, man selber kann sich, hat die Zeit gar nicht dazu. Und dann hat man das Wissen nicht dazu. Also man hat schon selber, kann man sagen, das gefällt einem und das gefällt einem, aber das zusammen nebeneinander zu stellen, kann ich das nebeneinander stellen oder da braucht man jemand. Ja. Und man hat dann auch hinterher ein gutes Gewissen, ja, um zu sagen, also das ist jetzt nicht nur auf der grünen Wiese entstanden, sondern da hat sich jemand, da haben wir uns Gedanken gemacht und das kann ich unterschreiben und das passt. Nein, es war das erste Mal, dass wir mit einer Kunstberaterin zusammengearbeitet haben und noch zusammenarbeiten. Für uns war es wichtig, im Rahmen von unserem Umbau von der Hauptstelle uns professionell begleiten zu lassen. Was ich bei der Frau Müller sehr schätze, ist, dass sie sich alles anhört, dass sie sich im Vorfeld erstmal einen Blick darüber verschafft, was hat die Bank bisher gemacht, ihr Engagement im Bereich der Kunst und der Kultur. Darüber hinaus dann auch schaut, was macht die Region, was macht die Stadt, was macht der Einzelhandel, wie ist hier das Engagement gegeben
um dann anschließend anhand unserer Philosophie des Unternehmens Richtlinien zu entwickeln, was für unser Haus, für unsere Kultur passt. Die Belegung der Räumlichkeiten haben wir der Frau Müller überlassen, wobei die Frau Müller dann auch zum Beispiel 3 Kunstwerke für ein Büro vorgeschlagen hat und dann die Berater mit einbezogen hat, der das Büro dann auch nutzt und ihn gefragt hat, welche Kunstrichtung würde ihm gefallen. Uns ist natürlich auch wichtig, wenn ein Kunstwerk in einem Beraterbüro hängt, dass dann auch der Berater, der dort arbeitet, sich mit der Kunst identifiziert. Und es ist doch Frau Müller sehr gut gelungen. Ich habe jeden Tag Freude an den Kunstwerken. Und auch da ist es so, wenn ich Besuch bekomme von externen Agenturen, von externen Beratern, da werde ich jedes Mal darauf angesprochen, was hier für eine Kunst hängt. Und es macht dann Spaß auch, mit diesen externen Beratern da ins Gespräch zu kommen und einfach auch zu erklären, warum diese Kunst jetzt bei mir im Büro hängt und nicht woanders. Wie interessiert auch unsere Mitglieder und Kunden sind und wie informiert die auch sind. Also, dass die teilweise auch in Stuttgart dann bei einer Ausstellung waren und dann zu uns kommen und sagen, ach, von dem Künstler habe ich aber auch schon mein Werk gesehen. Und es macht mir so viel Freude, dass ich sehe, ja, das hat sich wirklich gelohnt, in die Kunst zu investieren, weil das dementsprechend auch nochmal eine andere Ebene ist, mit unseren Mitgliedern und Kunden ins Gespräch zu kommen. Die erste Begegnung hat mich sicher gemacht, dass die Frau Müller die richtige Ansprechpartnerin für unser Haus ist. Sie ist sehr empathisch und hört sehr aktiv zu und sie nimmt sich sehr viel Zeit, die Menschen zu verstehen und daraus ein einzigartiges Konzept zu erarbeiten. Wir sind ja ein wirklich schöner Flughafen. Das ist aber alles das Ergebnis einer großen Denkarbeit von Planern, von Menschen, die auch sehr langfristig denken. Und damit haben wir eigentlich ein Erbe, was wir pflegen müssen, die Gestaltungsqualität des Flughafens. Dazu gehört natürlich auch Kunst, die muss aber auch so gut sein. Und sie muss an den Stellen des Airports sichtbar werden, sodass unsere Passagiere damit auch was anfangen können. Die Kunst gehört dazu, wir sind ja ein Schaufenster und wir wollen ja bewusst mehr als nur eine technische Anlage sein. Ja. Wir wollen eine hohe Aufenthaltsqualität haben. Von daher ist Kunst ein wesentliches Element unserer Gestaltung. Wir haben mittlerweile über 40 Millionen Fluggäste im Jahr. Also wirklich viele Begegnungsmöglichkeiten für die Kunst. Am besten wäre es natürlich, wenn über die Kunst, wie immer, ja, ein Diskussionsprozess, irgendeine Auseinandersetzung stattfindet, die ja, die Menschen, die sie betrachten oder mit ihr etwas machen, anregt, auf neue Gedanken bringt, den Ort am Ende auch besonders macht. Ich finde, dass das Ergebnis am Ende ein relativ gutes geworden ist. Weil natürlich auch die thematische Vorgabe nicht so ganz einfach war. Ja, und finde, dass das wirklich gut gelungen ist. Die Aufenthaltsqualität am Flughafen spielt eine ganz wichtige Rolle, weil der Passagier muss sich wohlfühlen. Und dazu gehört das Ambiente wie hier im MAC mit seiner Architekturgestaltung und natürlich auch die Kunst am Bau, die wir schon seit 1992 versuchen, mit der Architektur zu verschmelzen. Das ist ein ganz wichtiges Anliegen von mir. Dass es geglückt ist, sehen wir auch an der Zufriedenheit unserer Passagiere. Mir war es persönlich sehr wichtig, quasi als gestalterisches Gewissen des Flughafens, eine kompetente Partnerin in dem Fall zu haben, die uns den Wettbewerb aufbereitet, Künstler adäquat sucht, die zu unserem Ambiente passen, und auch den Geist entwickelt, nicht stehen zu bleiben, sondern auch Kunst für die Passagiere, für die Gäste und auch für die Zukunft zu kreieren, zu gestalten. Generell ist es wichtig, dass wir als Flughafen einen Partner haben, der mit uns auf Augenhöhe die Themen bespricht und uns ein gutes Gefühl gibt, Dinge, die wir anstoßen, fundiert und fachlich mit einer Expertise versieht,
die passt zu unserem Flughafen. Wir sind mittlerweile die Nummer 3, was die Qualitäten betrifft, weltweit als Flughafen. Und da wollen wir natürlich die Messlatte auch in der Kunst nicht niedriger ansetzen. Und da ist das Büro Müller, die Kunstagentur, der beste Partner. Ich muss sagen, ich bin begeistert von dem Konzept und so wie ich mich weltweit schon umgesehen habe, ist das wieder genau das, was den Flughafen hier so einzigartig macht. Ich glaube auch, dass die Qualität der Arbeit davon beeinflusst ist, ob ich von schönen Dingen umgeben bin oder nicht. Also ich war begeistert, es war genau das, wie ich es innerlich vor meinem geistigen Auge gesehen habe. Und das ist eben die Qualität von Frau Müller, dass sie sehr, sehr sensibel aufnehmen kann, wenn der Kunde eben ein Auftragsbild gibt, wie er sich das vorstellt. Und dass sie natürlich in ihrem Netzwerk dann genau die Künstler hat, ich glaube, das war ein junger Amerikaner, wo sie sagt, ich habe einen, der kann das genauso nachvollziehen, wie du mir es erklärt hast. Man kann Menschen eigentlich nur berühren, bewegen, entweder durch Kunst oder durch Natur. Ob das der Riesbeck ist, wenn ich zur Tür reinkomme und sehe diese wunderbare Schale vor mir, die die Energie da auffängt von allen Leuten, die da rausgehen, reingehen. Oder wenn ich da vorne ein Bild sehe oder auch das im ersten Stock hier oben hängt oder auch eine Skulptur, die sich im Freien bewegt. Beides zusammen gibt noch einmal mehr Kraft. Ich schaffe einfach eine Atmosphäre, wo es mehr Freude macht, zu arbeiten. Und man sieht es ja an unserem Erfolg. Wir haben in 30 Jahren fast 400% Umsatzwachstum generiert an einem Standort. Also zweistellige Zuwachsraten pro Jahr. Und das in der nordbayerischen Diaspora. Also hier fährt ja keiner freiwillig hin. Ich bin hier nicht in München oder in Düsseldorf oder in Hamburg. Also scheint es offensichtlich zu wirken. Ein schöner Designerstuhl, an den gewöhnt man sich schnell. Aber an ein Kunstwerk von der Qualität ist immer noch atemberaubend und erzeugt Gänsehaut, wenn man es zum 100. Mal sieht. Also als Marketingmann schätze ich, dass ich mich bei ihr darauf verlassen kann, dass das, was sie uns empfiehlt, Wertzuwachs bringt. Ich wäre nicht in der Lage gewesen, diese Kunstwerke so auszuwählen und eben diese Stimmung in den Räumen zu schaffen. Aber sie war es. Ich glaube, dass das eine große Stütze ist, dass wir so strukturiert vorgehen und dass sie auch Schritt für Schritt eben nachvollziehen können, wie sich sowas entwickelt, dass Kunst nicht beliebig ist, dass es nicht darum geht, dass Kunst eine Geschmackssache wäre, sondern dass es dafür klare Kriterien gibt und dass man die auch nachvollziehen kann. Also wir fassen ein Thema, das ganz speziell für dieses Haus, für dieses Projekt relevant ist, und auch für die Menschen, die das dann sehen, nachvollziehbar wird. Also zum einen kann ich mich natürlich auf jetzt fast 25 Jahre Erfahrung sowohl in der Kunstauswahl, in der Ausstellungsarchitektur, in der Beratung von Unternehmen berufen und sehe ja auch die Erfolge oder die Feedbacks meiner Kunden, dass das sehr gut ankommt und dass wir eben auch ziemlich einzigartig eine ganz, ganz hohe Akzeptanz bei den Zielgruppen, für die die Kunst ausgewählt wird, erreichen können. Der Kunstmarkt ist für Laien unüberschaubar und dieser Überblick fehlt natürlich Menschen, die sich ja in ihrem Berufszweig als Spezialisten sehen, aber jetzt nicht auch unbedingt in der Kunst auskennen. Und das muss auch gewährleistet sein, dass also so eine Investition zwar auf die Räume zugeschnitten, auf die Zeit auch ein Stück weit, sich dann aber auch in anderen Formen oder in anderen Unternehmensräumen oder anderem Kontext einfach immer noch bewähren kann. Also mich motiviert, Menschen in ihrem Arbeitsfeld zu unterstützen und die Kunst auch, die ich lebensnotwendig finde, den Menschen näher zu bringen und ihnen auch ein Stück weit zu zeigen, was dadurch möglich ist oder wie Kunst einen auch im Leben in bestimmten Fragestellungen in bestimmten geistigen Überlegungen unterstützen kann. Ganz einfach im Alltag.